Guten Abend. Vielen Dank, Angela, Dr. Hanke, Herr Bönke, sehr geehrte Preisträger und ehemalige Preisträger, Laudatoren, Freunde der aktiven Bürgerschaft, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, heute gemeinsam mit Ihnen die Leistungen der Bürgerstiftungen zu würdigen, die dieses Jahr von der aktiven Bürgerschaft ausgezeichnet werden. Die Preisträger dieses Jahres stehen repräsentativ für die großartige Arbeit eines Netzwerks von etwa 300 aktiven Bürgerstiftungen in Deutschland. In den vergangenen 3,5 Jahren hatte ich das Vergnügen, viele der engagierten Menschen hier in Deutschland kennenzulernen, die sich dafür einsetzen, die Lebensbedingungen in ihren Gemeinden zu verbessern. Auch zu Hause in den Vereinigten Staaten habe ich eng mit einer Reihe von Bürgerstiftungen zusammengearbeitet. Sie sind eine 100 Jahre alte Tradition, auf die wir Amerikaner sehr stolz sind. Vor über einem Jahrhundert hatte ein Banker, ein Banker in Cleveland die Idee, karitative Spenden in eine Stiftung für Verbesserungen aller Art in der Stadt zu sammeln. Aus dieser damals revolutionären Idee entstand die Cleveland Foundation. Die Idee fand auf der ganzen Welt Anklang und Nachahme. Das ist auch heute noch so. Es gibt weltweit inzwischen weit mehr als 1500 Bürgerstiftungen. Die Gründung der Cleveland Foundation wird als eines von 10 Ereignissen angeführt, die die gemeinnützige Arbeit im 20. Jahrhundert geprägt haben. Was macht eine Bürgerstiftung zu etwas Besonderem? Das ist ganz einfach. Bürgerstiftungen kennen die Bedürfnisse der ortsansässigen Bevölkerung. Wenn es eine Erfolgsgeschichte zu erzählen gibt, gebürgt der Dank vielen Menschen und Organisationen. Einige von ihnen, gewählte Vertreter, Behörden, Banker, Stadtplaner und Philanthropen, gehören zu den altbekannten Namen, die man immer wieder hört. Aber meiner Erfahrung nach sind an den wirklichen Erfolgsgeschichten nicht nur die prominenten Namen und mächtigen Institutionen beteiligt. Die wirklichen Helden sind die Menschen, die für die kleinen und mittleren Bürgerstiftungen arbeiten, wie die, die wir heute fertigen. Die wirklichen Helden sind die Ortsansässigen und ihre Nachbarn, Menschen ohne Vermögen oder offizielle Befugnisse, aber mit großem Interesse an ihrer Nachbarschaft, die die Entwicklungen in ihren Gemeinden aufgreifen. Diese Helden liefern den Beweis dafür, dass man kein Bill Gates oder Warren Buffett sein muss, um die Welt zu verändern. Wie Warren Buffett selbst sagt, geben Millionen anderer Menschen auf ihre Art und Weise etwas weiter, was ebenso wichtig ist wie das,
was er gibt. Erfolgreiches Fundraising ist eine langfristige Angelegenheit, die jeden Aspekt einer Organisation betrifft. Es erfordert absolute Transparenz, klare organisatorische Strukturen sowie echtes Engagement für grundlegende Werte und Ziele. Beim erfolgreichen Fundraising geht es vor allem um Kommunikation. Man muss die richtigen Antworten auf folgende Fragen finden. Zum Beispiel, wie kann eine bestimmte Gemeindeinitiative dazu beitragen, einen Ort zu schaffen, in dem die Nachbarn zusammenwachsen und erfolgreich sein können? Oder? Und warum sollte man diese Sache unterstützen? Dieses Jahr hat eine Bürgerstiftung in Deutschland all dies und noch viel mehr getan. Präsident Barack Obama, der selbst als Community Organizer gearbeitet hat, würde sicher zustimmen, dass viele Organisationen von ihrem Vorbild lernen könnten. Präsident Obama weist auch oft darauf hin, dass der Staat die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, nicht allein bewältigen kann. Es erfordert die aktive Beteiligung engagierter, tatkräftiger und verantwortungsbewusster Bürger, wie die Mitglieder der Bürgerstiftung Landshut. 1 Million Euro hat die Bürgerstiftung Landshut für das Bürgerhaus im sozialen Brennpunkt Porsche Viertel gesammelt. Sie hat das Bürgerhaus gebaut und betreibt es nun als Eigentümer. Die Landshuter Bürgerstiftung setzt damit ein Zeichen gegen Perspektivlosigkeit und Gewalt. Es leistet Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder und Jugendliche, Eltern und Senioren. Es ist ein enormer Erfolg auf allen Ebenen. Deswegen wird die Bürgerstiftung Landshut für ihr beispielhaftes Engagement mit dem Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2013 in der Kategorie Mitstiftung ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Besonders würdigt die Jury neben dem Erfolg der Aktion das persönliche Engagement der Beteiligten und die Bereitschaft des ehrenamtlichen Vorstands, die Verantwortung für das Bau- und Finanzierungsvorhaben zu tragen. Es ist mir daher eine besondere Ehre, der Bürgerstiftung Landshut den Förderpreis für aktive Bürgerschaft 2013 in der Kategorie Mitstiften zu überreichen, und herzlichen Glückwunsch.